Heute geht es um den Chip-and-Run-Schlag. Ein Schlag, der gespielt wird, wenn ich hier ganz nah im Vorgrün liege, ziemlich nah zum Grün. Und ich kann den Ball laufen lassen, kann ich alles nehmen in meiner Tasche. Ich kann anfangen vom Eisen 9 bis sogar runter zum Driver. Ich kann versuchen, alles zu trainieren, um diesen Ball zum Rollen zu bekommen. Der beste Drill hierfür ist, dass ich mich hinstelle und ich gehe mit jedem Schläger, den ich in meiner Tasche habe, diesen Schlag durch. Beginnen mit dem Sandeisen. Die Ballposition ist wieder mittig. Das Griffende ist wieder ganz leicht links vom Ball. Und ich spiele meinen Standard-Chip mit dem Sandeisen und zur Fahne. Und gehe jetzt jeden Schläger durch, bis ich unten auch bei meinem Driver ankomme. Ich nehme jetzt hier mal ein Eisen 6. Und zum Schluss spiele ich den Driver. Auch wenn man diesen Driver jetzt in der Situation vielleicht nicht spielen würde, hilft es doch zur Schulung des Gefühls für diesen Schlag. Also beim Training darauf achten, um den Chip'n'Run zu lernen, ruhig alle Schläger durchprobieren und herausfinden, mit welchem Schläger kann ich das am besten spielen.